Gangs geworden. Wenn man da mit 15 anfängt, ständig auf den Ringen zu verkehren, das kostet doch sehr viel Geld. Ja, wo kriegen die Mädchen das her? Wo haben sie es zum Beispiel hergekriegt? Ja, also, es hört sich jetzt doof an, aber meistens, also, haben wir für die Diskotheken nicht bezahlt. Also, das heißt, die Türsteher haben sie so reingelassen? Ja. Wir Frauen, wir sind in den Himmel gehoben worden. Wir mussten keinen Eintritt zahlen, wir konnten umsonst trinken, wir konnten eigentlich machen, was wir wollten. Wir waren halt die Freundinnen von diesen Männern. Es ist halt so, dass die dann denken, die Türsteher, ja, ich lass dich zwar rein, aber die denken so, so von wegen, ich will auch was dafür, so von wegen, geh mal mit mir, gib mal deine Nummer oder geh mal mit mir aus. Und das läuft dann natürlich nicht. Und dann werden die halt nach einer Zeit bockig und sagen so, ja, dann komm nicht mehr hier hin oder du darfst mit deinen Freunden nicht mehr hier hinkommen. Und wenn dann halt erwarten was dafür, obwohl... Moment, das heißt, also wer auf Dauer umsonst rein will, muss sich im Grunde mit denen einlassen? Ja, auf jeden Fall. Umsonst, auf jeden Fall. In den Sexclubs und Bordellen an der Peripherie Kölns endet nach dem sogenannten Poussieren das Disco-Vergnügen. Früher oder später, so die polizeilichen Ermittler, landen Türsteheropfer auch in den Großbordellen der Region. Gleich mehrere von Carinas früheren Freundinnen gerieten auf die schiefe Bahn. Die Mädchen, die sich immer sehr niedrig gefühlt haben und nie irgendwie richtig aufgefallen sind, das sind auch die Mädchen. Auch wenn ich um der Zeit begriffen habe, welche Frauen das machen, habe ich gedacht, oh Gott, von der hätte ich es niemals gedacht. Es waren immer die, die ich gedacht habe, nee, sie bestimmt nicht. Ich habe zu diesen Männern zu meinem Freund aufgeblickt. Das war einfach wie in so einem Gangsterfilm. Also, das war halt interessant, war jeden Tag was los. Und das war halt was anderes, es war eine komplett andere Welt, die man überhaupt nicht mit der unserer konservativen Welt überhaupt gar nicht vergleichen kann, mit dem normalen Arbeitervolk. Weil das war für mich eher langweilig. Ich habe eine ganz normale Zahnarzthelferinnenlehre gemacht und das war mir alles zu langweilig. Was oft so harmlos anfängt, endet nicht selten als Akte auf diesem Tisch. Die Rechtsanwältin Edda Schneider-Ratz beschäftigt sich gerade mit einem neuen Fall. Was? Wieder einmal hat ein Türsteher ein ahnungsloses Mädchen brutal in die Prostitution getrieben, zur Gefangenen und Leibeigenen gemacht und dabei fast 15.000 Euro monatlich abkassiert. Es geschieht mitten in Köln und man kann es sich nicht vorstellen, dass Frauen hier wie Gefangene schlimmer als Gefangene, denn dann hätten sie auch ihre Ruhe gehabt und wären nicht misshandelt worden, behandelt werden und nicht diese Struktur aufbrechen können. Und das ist keine besondere psychische Struktur meiner Mandantin, eine Geneigtheit für Abhängigkeiten. Das passiert ja bei allen Frauen so. Das heißt, dieses System scheint immer perfekt zu funktionieren. Auf offener Straße hatte der alkoholabhängige Vater Nurdins Jahre zuvor seine Söhne immer wieder schwer misshandelt, mit Elektrokabeln gezüchtigt. Er prügelte sie windelweich. Auch in dieser Wohnung, in der Nurdin später die Mädchen, die er in Diskos anwarb, drangsalierte und vergewaltigte. So die Gerichtsakten. Noch weitergehende Vorwürfe erhebt die Rechtsanwältin eines der Nurdin-Opfer. Ist es möglich, dass die Eltern von Nurdin gar nichts davon mitbekommen haben, was sich da abgespielt hat in diesem Gefängnis? Das ist völlig ausgeschlossen. Die Eltern haben ja mitgewirkt an dem System. Die Eltern halten ja auch die Frauen gefangen. Nicht nur meine Mandantin, auch andere Frauen der Söhne. Und die Eltern misshandeln auch. Die haben genau gewusst, was läuft. Und sie haben genau gewusst, wo das Geld herkommt, was dann nach Marokko geschickt wird, damit man sich dann ein fürstliches Anwesen bauen kann. Nein, die gesamte Familie Nurdin, es ist ein Familienbetrieb. Jeder weiß Bescheid, was der andere tut. Zwischen dem Gemüsegeschäft der Familie und dem nächsten Sexclub liegen nur wenige hundert Meter. Ein Weg, den Nurdins Opfer, bewacht von seinen jüngeren Brüdern, immer wieder zurücklegen mussten. Hier, wo solvente Freier auch gerne schon mal tagsüber vorbeischauen, mussten die zum Teil noch unerfahrenen Mädchen zuletzt fast pausenlos für Nurdin anschaffen. Im Internet und in Zeitungen wirbt der Puff mit tabulosem Service. Mit Verkehr ohne Gummi. Man sein Geld macht. Gerade mal einen Kilometer weiter. Im Nachbarghetto Köln-Pfingst herrscht eine türkische Türstehergang.
Wer hier keinen Laden besitzt, hat kaum Chancen auf gutes Einkommen und ist leicht für illegale Geschäfte zu gewinnen. Die wenigen verbliebenen Deutschen bestaunen allenfalls die Dinge, die sich manchmal vor ihren Augen auf den Straßen abspielen. Eine große Zahl älterer Einwanderer hat sich in streng religiöse Moscheevereine zurückgezogen und schweigt zum Treiben der Jüngeren. Wie lange ist das her, ein paar Monate, wo sie hier mit der Maschine und Pistole rumgeschossen haben auf der Straße? Hier, das Eiscafé hier vorne. Da haben sie noch reingeballert. Am herrlichen Tag, das ist doch schön. Wissen Sie was über die Hintergründe? Sag mal, in Pfingst ist es relativ ruhig, weil hier die ganze Türsteherzene in Köln ist, die ist hier beheimatet. Mhm. Hier ist auch der, der am Ring angeschossen an dem Rautschuh sitzt, wissen Sie noch, vor ein paar Jahren, mhm, ja. An der Diskothek. Das ist hier der Pate. Schenold Oelcher, 40 Jahre. Seit dem Attentat von Konkurrenten auf ihn gilt er als graue Eminenz der Türsteherszene. 1996 schoss man ihn auf den Ringen nieder. Legenden und Halbwahrheiten ranken sich um ihn. Den haben sie am Ring, haben sie den zusammengeschossen, damals vor dem Palm Beach. Mhm. Dann hat er 7 Schüsse in den Rücken gekriegt. Der ist querschnittgelähmt, der Mann. Er lag im Krankenhaus. Da war PKA hinten und vorne in der Flure, weil sie Angst haben, dem passiert was. So, und der sitzt jetzt im Rollstuhl, der ist jetzt auch in dem Café da drüben. Mhm. Wenn die Türken da reinkommen, die küssen ihm da Hand. Ne? Ja, der hat immer Zaren gehabt hier in Pfingst. Bis heute hat Schenold Oelcher, der älteste von 4 Türsteherbrüdern, zu dem Attentat geschwiegen. Der Polizei gelang es daher nicht, die Sache aufzuklären. Unbewaffnet war Oelcher in die größte Kölner Schießerei seit dem Zweiten Weltkrieg geraten. Bilanz: 70 Schüsse, 4 Schwerverletzte. Seitdem gibt Oelcher vor, ein ganz normaler Frührentner zu sein. Im Beisein seines Sohnes Marcel spricht er das erste Mal öffentlich über die Schießerei. Die Leute wollten mich nicht bestrafen, sondern töten. Also, die haben vorgehabt, mich umzulegen. Der erste Schuss ging ja durch den Kopf. Da war ein Streifschuss. Da habe ich meine Hand in den Kopf drauf getan. 2 Kugeln haben mich schon in die Hand getroffen. Also das war ja richtig gezielt auf meinen Kopf. Wenn ich meine Hand nicht auf meinen Kopf hätte, hätte ich eine Kugel im Kopf bekommen. Die 2 Kugeln gehen dann. Ne? Dann habe ich mich irgendwie so quer gehalten, glaube ich. Der 4. Schuss ging ja dann von oben rein und von hinten wieder raus. Also hat praktisch der 4. Brustwirbelsäule. Ab dann bin ich gefallen, aber auch nicht mehr gespürt. Ich dachte, das wäre jetzt vom Schock her oder sowas. Ich habe versucht aufzustehen, aber ging nicht. Warum wollte man sie töten? Sie wollten irgendjemanden haben, der von einem Vorort nach Köln kommt und dann die Regeln irgendwie jetzt bestimmt. Sie waren denen zu groß geworden, zu mächtig? Bestimmt. Der hat die Waffe gezogen und meine Sohn reingemacht und mit beiden Händen so direkt auf meine Neffe. Warum zieht der Waffe? Was haben wir getan für diese Leute? Haben wir sein Brot oder seine Arbeit oder sein Geld genommen? Ich wollte mit denen nur reden. Warum direkt Waffe ziehen? Diese beiden Kölner sind Freunde des Pistolenschützen, der Anteile an einem Bordell der Araber hatte. Um mithalten zu können, haben die Araber alle möglichen Leute aus der Szene rekrutiert, die nicht zu den Türken gehören. Auch ein paar Deutsche. Es geht um Macht. Es geht darum, die Macht zu haben. Die Gruppierungen sind so entstanden. Und natürlich ist es auch bei den Frauen so, dass die Frauen sich natürlich auf die Seite stellen, wo die Leute halt die Macht haben. Weil es ist halt Coolness. Das ist halt, die fühlen sich sicher und das ist da klar. Wer die Macht hat, der hat die Frauen. Ich kann nicht jetzt hier auf die Idee kommen, jetzt ein Lude zu werden und packe mir 2, 3 Frauen ins Auto, selbst wenn die Möglichkeit bestehen würde, und würde jetzt sagen, so, hier bin ich oder sonst irgendwas. Dann werde ich am, nee, das geht eigentlich gar nicht, weil am nächsten Tag würde ich schon überrollt werden. Wenn man wie das Naturgesetz, fressen oder gefressen. Der Vater der tunesischen Hauptangeklagten. Nach vielen Jahren Arbeit bei der Kölner Müllabfuhr verbringt er jetzt die meiste Zeit des Jahres in der Wüste. Auch er soll seine Kinder früher mit extremer Strenge erzogen haben. In fast allen Türsteherbiografien findet sich die Spur der Gewalt.
Im Anmarsch zum Prozess und ständig umgeben von Bodyguards. Der Schrecken aller Kölner Türsteherkreise. Oberstaatsanwalt Bozen. Seit ein Mordkomplott gegen ihn aufgedeckt wurde, hat er alle Interviews abgesagt. Auch die Fahnder der Abteilung Organisierte Kriminalität der Polizei leben mit hohen persönlichen Risiken. Es waren sehr harte Zeiten, auch für uns. Wir haben ständig damit gerechnet, dass dieser Krieg eskalieren könnte. Und man kann hier von einem Krieg sprechen, denn beide Seiten verfügen über ein hohes Gewaltpotenzial, über eine hohe Manpower, um durchaus auch Kämpfe 100 gegen 50 in dieser Größenordnung durchzuführen. Und die Schwierigkeiten, die sich für uns auftun, liegen darin begründet, dass diese Szene versucht, einen Staat im Staate zu bilden, die über ein eigenes Gewaltmonopol verfügen will oder auch verfügt und sich ihre eigenen... Das waren nur die Araber, die haben das so gemacht, oder das waren nur die Türken? Vom System beide dasselbe. Nur von der Skrupellosigkeit würde ich diese arabische Abteilung doch schon etwas brutaler einschätzen. Wann ist Ihnen das erste Mal klar geworden, dass die brutaler sind? Das ist mir damals klar geworden, als ich, wie gesagt, in Berlin an der Theke gearbeitet habe. Das ist der Sexclub? Richtig. Und die Mädchen gebracht worden sind. Und ich mich auch mit den Mädchen angefreundet habe. Ich wollte, dass es den Mädchen gut geht. Und die sich meistens gar nicht haben blicken lassen. Und ich das Geld in Kuvert reingesteckt habe. Und die Mädchen überhaupt gar nichts von dem Geld gesehen haben. Und die Mädchen am Tag vielleicht mit 10, 15 Männern ins Bett gehen mussten. Und auf die Art und Weise haben dann die Brüder Z ein Mädchen nach dem anderen zu ihnen in den Club gebracht? Eine nach der anderen. Manchmal waren zwei von einem gleichzeitig da. Und jede dachte, sie wäre die Nummer eins. Und dann durften die halt nicht, die hatten Sprechverbot. Bitte? Sprechverbot. Ein Imbiss am Kölner Stadtrand. Die Betreiberin will eigentlich nicht reden, aus Angst vor dem arabischen Clan der Familie Z. Nie werde sie es sich selbst verzeihen, sagt sie, dass sie eine ihrer Töchter bereits mit 15 Jahren in die Diskotheken auf den Kölner Ringen ließ. Denn dort fiel die junge Serbin Eldina dem wohl brutalsten Araberboss Hafez Z in die Hände. Ein Foto soll die Mutter täglich an ihre älteste Tochter erinnern, die inzwischen aus Angst vor Hafez und seinen Brüdern in die USA geflüchtet ist. Vor den Augen ihrer Freundin, ihrer Mutter und der Polizei hatte sich Eldina zuletzt aus dem Fenster stürzen wollen. Eldina, die an Liebe glaubte, aber anschaffen gehen musste. Ja, wenn sie verliebt sind, verknallt sind, dann tun sie doch automatisch einiges. Und war Eldina denn so verknallt? Doch, bestimmt. Doch, das nicht schon. Dann hätte sie ja eigentlich hier bleiben müssen. Ja, okay, ich denke nicht, dass er sie geliebt hat, ne? Sie musste hier für ihn arbeiten, nicht die Frau spielen. Ja, wenn die ist weggegangen, habe ich immer gesagt, kommst du wieder? Sag, nee, ich habe Angst. Hat sie öfter davon gesprochen, dass sie Angst hat? Ja, aber die hat nicht gesagt, von wem. Kann man auch verstehen, von wem. Aber sie wussten, wer gemeint war. Sie wussten, vor wem sie Angst hat. Ja, ich glaube ja. Die hat nicht mit anderen Leuten zu tun gehabt. Ist denn Ihr Eindruck, man hat diese Brüder gewähren lassen? Ja. Auf jeden Fall. Was können Sie dann dagegen tun als eine Frau? Da konnte keiner was machen. Auch sogar die Familie konnte da nichts machen. Und ich meine, wenn die Familie und die Polizei schon nicht zoomen kann, dann muss es hier schon was Gefährliches sein. Köln-Ostheim, in einem Eiscafé. Nachmittagstreff von Freundinnen und Geschwistern der Araberbosse. Selbst die Vorwürfe schlimmer Vergewaltigungen halten die Frauen für frei erfunden. Ein Hafez hat das auch nicht nötig, irgendeine Frau zu vergewaltigen. Denen liegen genug schöne Frauen zu Füßen.
Die hat das danach bereut, weiß ich nicht. Vielleicht, die hat noch niemals was mit dem gehabt. Oder vielleicht wollte sie was mit ihm haben und er wollte sie nicht, weil das vielleicht nicht sein Typ ist. Und dann hinterlegt man das dann so aus, ich bin vergewaltigt worden. Das ist so bei uns Sitte, ne? Mhm. Die Männer haben die Frauen zu respektieren und die Frauen respektieren die Männer. Die Frauen sind für die Männer ist wie eine Heiligen sind das. Das stimmt aber, es steht auch in unserem Koran. Im Stadtteil Köln-Pfingst, bei den Türken der Türsteherszene, hat sich das Urteil schnell herumgesprochen. Schinold Ölscher, der als graue Eminenz nie persönliche Probleme mit den Arabern hatte, rechnet bereits wie alle Insider. 4 Jahre Haft für die Araberführer. Nach über einem Jahr Untersuchungshaft bedeutet das nur noch ein knappes Jahr absitzen. Dann folgt der offene Vollzug. Und meist auch noch vorzeitige Entlassung. Konsequenz: Die Struktur der Araberbosse in der Stadt wird erhalten bleiben. Nur die Mitläufer, die Soldaten der Organisation, die treffe es hart. Zu hart, ärgert sich Ölscher. Meistens sei das so. Für den Jungen, der das Saft abbekommt, obwohl der nichts damit zu tun hat, ist er nicht gut. Ja, natürlich nicht. Ich mache eine Sache, wo ich jetzt dafür 2 Jahre kriegen sollte. Plötzlich kriege ich dann 6 Jahre, weil der Richter oder Staatsanwalt im Glauben ist, da in der Wartesaal oder Sitzsaal sitzen noch 10 andere zum Abschrecken. Und dann muss ich den Jungen dafür büßen lassen. Das ist ungerecht. Das ist nicht korrekt. Und so läuft das System ja heutzutage. Tja. Am besten muss man zu Hause bleiben und Arbeitsstelle gehen. Ja, nicht mehr raus. Unbedingt eine Waffe tragen, sondern er hat seine Leute dafür. Es genügt ein Wink, es genügt ein Befehl, zum Beispiel nach Frankfurt zu fahren, weil dort eine Auseinandersetzung mit einem Diskothekenbesitzer zu befürchten ist. Und in einer Telefonkette werden ruckzuck 50 Leute rekrutiert. Er entscheidet darüber, ob man bewaffnet dorthin fährt, mit welcher Art Bewaffnung, und dann läuft die Karawane dorthin.